Nach Furtwangen waren wir ausgezogen, um auf einer der wenigen authentisch belegten Spuren wandeln zu können, die uns zur Wiege der Kuckucksuhr führen sollte. Wartet nicht auf die Zeit, denn sie wartet nicht auf euch, war auf eine Uhr zu lesen. Hier scheint sie stillzustehen. Ob daran das vielhundertfache Ticken des Museums Schuld trägt? Unweit von Furtwangen entfernt, in der Werkstatt seiner Väter und Urgroßväter, trafen wir Jean-Baptiste B.H. Der Kunst seiner Ahnen schreibt man zumindest die heutige Popularität dieser bekanntesten Schwarzwalduhr zu. Ob ein böhmischer Handelsmann sie in den Schwarzwald brachte oder ob die Schwarzwälder den Mechanismus am krähenden Hahn im benachbarten Straßburg studierten, ist fraglich. Die Gelehrten tappen in vagen Vermutungen. Bitte, Herr Professor Lehmann. Die Entwicklungsgeschichte der Schwarzwälder Kuckucksuhr liegt stark im Dunkeln. Sicher ist nur, dass um die Zeit um 1730 Franz Anton Ketter in Schönwald die ersten Kuckucksuhren dieser Art hergestellt hat. Die er angeblich noch mit einem Kuhschwanzpendel gebaut hat. Das Schild bestand aus Holz, wurde mit weißer Farbe gestrichen, bemalt und dann lackiert. Mit einem einfachen Mechanismus werden kleine Blasebälge in Bewegung gesetzt, die wiederum zwei verschieden großen Pfeifen den Kuckucksruf entlocken. Die ersten Räder und Wellen der Uhrwerke bestanden natürlich aus Holz. Später ersetzte man die Räder durch Messing, die Wellen fertigte man weiterhin aus Holz. Doch mit dem Kuckuck alleine gab man sich nicht zufrieden. Neben vielen anderen kuriosen Tieren kombinierte man ihn auch mit einer Wachtel. Solange die Kuckucksuhren für die Bauernstuben bestimmt waren, konnten sie ihr einfaches Aussehen behalten. Doch sobald sie zum Handelsobjekt wurden, mussten Lack und Bemalung fantasiereichen Schnitzereien weichen. 1763, genau vor 200 Jahren, soll sie zum ersten Mal verkauft worden sein. Die Fraktura lautete 1 Gulden 40 Kreuzer, was etwa einem Goldwert von 2 Mark entsprach. Tempora mutantur. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen der Geschmack. Denn das Exportgeschäft, für welches ein Großteil der Schwarzwälder Uhrenindustrie heute arbeitet, möchte in den Kuckucksuhren den ganzen Schwarzwald eingefangen haben. Dunkle Tannen, röhrende Hirsche und vieles mehr. Ein kleines Wunderwerk ist allerdings, dass sie darüber hinaus auch noch die Stunde schlägt. Und jeder möge sich bei ihrem Anblick daran erinnern: Una ex his, tua erit. Eine von diesen wird die deine sein.